Am Einheitstag soll die sportliche Wende eingeleitet werden und natürlich ist das Stefan Wibudulu bei der BSG Chemie erster Ansprechpartner. Mit 4 Toren ist er der Topscorer im Team von Miroslav Jagatic, der direkt mal die Richtung vorgibt. Mundschutz ab und volle Pulle Richtung Luckenwalder Tor. Und die Hausherren in den traditionell grünen Trikots fackeln noch gar nicht lange und stellen sich direkt in der Luckenwalder Hälfte vor. Zurek und na klar, wird da auch direkt Stefan Wibudulu gesucht. Der verpasst allerdings, das macht aber nichts. Wenschuch kommt aus dem Rücken, wird gefoult von Becker. Schon nach 3 Minuten gibt's eine exzellente Freistoßposition für die BSG. Eugen Ostrin hat da vollkommen die richtige Entscheidung getroffen. Benjamin Bolze zurück nach Trommelfellriss mit einem richtig guten Versuch. Seit April 2016, damals noch für Meuselwitz in Bautzen, hat der Oldie nicht mehr per direktem Freistoß getroffen. Da fehlte allerdings nicht viel. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, hatte Jagatic vor der Partie noch erzählt. Allerdings schauen die Luckenwalder der BSG in den ersten Minuten erstmal nur hinterher. Die Angriffe, sie haben Format und sie sind vor allem richtig schnell vorgetragen. Immer wieder geht's über Stefan Wibudulu, der im 1 gegen 1 richtig zugelegt hat. Vernaschter Kroh und dann Sturmpartner Petracek kommt nicht ganz durch. Geblockt letzten Endes von Luckenwaldes Hintermannschaft und schließlich der Ball in den Fängen von Thoms. Aber das macht ihn so wertvoll, diesen Stefan Wibudulu. Er ist so unberechenbar und traut sich eben auch verdammt viel zu in den Dribblings. Es geht nur in eine Richtung, nämlich in Richtung Tor des Aufsteigers. Und Chemie ist einheitlich auf dem Rasen und mit Willen. Zurek gibt diesen Ball nicht verloren, Fassbender auch nicht. Vorteil, sagt der Unparteiische, Luckenwalde schläft, Wibudulu hat den Kopf oben und dann ist es Wenschuch. 18. Spielminute, Andy Wenschuch mit der völlig verdienten 1:0-Führung für die Chemiker. Richtig klasse von allen Beteiligten, auch vom Schiedsrichter, der da die Situation perfekt erkennt und den Vorteil laufen lässt. Und wie Wenschuch das dann mit der Innenseite macht, ist schlichtweg exzellent. Der hatte sich wohl zum Date mit dem Torwinkel verabredet. Von Luckenwalde kommt gar nichts. Stattdessen bleibt Chemie gierig. Wibudulu, Fassbender, Petracek, der Tscheche, kommt erst nicht durch, bleibt aber stabil und dann macht das halt im zweiten Versuch. Nur 2 Minuten nach dem 1:0 legt der Tscheche das 2:0 nach. Zweiter Saisontreffer für den Mann aus Radic Kralove. Am ersten Spieltag hatte er wie Wenschuch beim 3:1 gegen den BFC getroffen. Genauso hatte sich das Miroslav Jagatic und natürlich auch der Anhang im Alfred-Kunze-Sportpark vorgestellt. Wieder 2300 Fans am Start und mit dieser Kulisse kommt sein Team überhaupt nicht zurecht. Jan Kistenmacher treibt seine Truppe an, aber es kommt wenig. Ja, die Gäste sind auch extrem ersatzgeschwächt angereist. Sogar der Co-Trainer sitzt als Aushilfsspieler heute mit auf der Bank. Aber sie können dennoch mehr, als sie bislang hier gezeigt haben. Nach 34 Minuten ist das die gefährlichste Aktion. Und der Mann, der vom Hauptberuf Marineoffizier ist, ist überhaupt nicht zufrieden. Die dagegen schon, 2:0 Pausenführung für die BSG Chemie. Es sieht ganz stark nach zweitem Heimsieg aus. Aber es gibt ja noch eine zweite Hälfte. Eckball Becker, Borowski zum ersten, Borowski zum zweiten, Bellot zum ersten Mal so richtig gefordert. Und dann macht das schnell. Dieses Umschaltspiel hat Chemie unter Jagatic richtig gut drauf. Zurek, der macht ein prima Spiel auf links außen, aber dann ist Bogdan den Tick schneller als Petracek. Chemie kontrolliert und man hat das Gefühl, wenn sie müssen, können sie jederzeit Eingang nach oben schalten. Genauso hat sich das Jagatic dann unterm Strich auch vorgestellt. Er hat wirklich große Arbeit geleistet mit seinem Trainerteam in den letzten Monaten. Und sie setzen, wenn sie Lust haben, Luckenwalde auch immer wieder unter Druck. Gute Stunde rum. Nikolajewski mit der Eroberung und Wibudulu zum ersten, Wibudulu zum zweiten. Glück für Luckenwalde in Minute 60, aber nicht das 5. Saisontor für Stefan Wibudulu, weil erst Thoms im Weg steht und dann das Aluminium.
3:0 und die Sache wäre erledigt. Und es gibt auch noch natürlich einen Eckball. Šurek. Und über Umwege Fassbender. Morgan Fassbender, auch der auf der rechten Außenbahn mit ganz viel Geschwindigkeit ausgestattet. Mit gutem Kopfball. Da fehlen nur Zentimeter zur Vorentscheidung in der Partie. Chemie kontrolliert den Aufsteiger, aber heute gibt's kein Tor von Stefan Wibudulu. Eine Viertelstunde vor Schluss ist Feierabend, genauso wie für Fassbender. Aber das ist eben die neue Stärke der BSG. Man ist nicht mehr wie in der Vergangenheit auf ein, zwei Spieler angewiesen, sondern hat eine richtig tolle Breite im Kader. Schlussphase. Noch ganz erledigt ist Luckenwalde nicht. Flat mit diesem tollen Zuspiel, dann Gesin, der Ex-Chemnitzer, aber keiner in der Mitte. Das ist heute der große Unterschied zu den Leipzigern. Es fehlt Luckenwalde an der offensiven Power. Die bisherigen Duelle zwischen Chemie und Luckenwalde, eins in der Oberliga und zum Teil auch in der Regionalliga Nordost, waren immer eng und knifflig. Heute ist es dann doch eine eher eindeutige Angelegenheit. Chemie ist in vielen, wenn nicht gar allen Belangen besser. Kirstein. Bislang in jedem Saisonspiel eingewechselt. 4 Buden hat er vorbereitet, als Joker noch keins selbst gemacht. Tja, kann eben nicht alles nach Plan laufen. Aber der 4. Saisonsieg nimmt ganz große Züge und Konturen an. Es ist die letzte Aktion des Spiels. Joker Lewis verdaddelt sie. Thoms verhindert Schlimmeres. Und dann ist Feierabend. 2:0 Heimsieg gegen den FSV 63 Luckenwalde. Hochverdient. Chemie zurück in der Spur. Das ist das, was wir uns eigentlich auch davor vorgenommen haben. Also in den beiden Spielen, wo wir verloren haben. Aber ja, da war mal knapp dran und jetzt hat es wieder gepasst und ja, dementsprechend sind wir auch glücklich. Chemie wollte den Sieg deutlich mehr als meine Mannschaft, das war klar zu sehen. Insbesondere in den ersten 20 Minuten haben wir im Prinzip das Spiel verschlafen. Das darf vor so einer Kulisse hier im Prinzip überhaupt nicht funktionieren. Freue mich, aber wir haben es insgesamt als Mannschaft ziemlich geil gemacht. Erste Halbzeit hätten auch ein paar andere Jungs schon das Tor schießen können. Freue mich ein bisschen doppelt, mein Vater hat heute Geburtstag, deswegen auch nicht schlecht. Schöner Samstag. Sportlich die Wende geschafft und dann einheitlich mit mehr als 2000 Fans diesen Sieg gefeiert. Besser hätte dieser Samstag für die BSG Chemie Leipzig nun wirklich nicht sein können.